Ich glaube, ich habe heute das Paradies, welches zum Beispiel in der Bibel erwähnt wird, oder den Garten Eden gefunden. Und ich glaube, es liegt wegen den Melonen, die man dort anbauen kann. Und in dem heutigen Video geht es heute ja um den letzten Teil von meiner Reihe Melonen erfolgreich in Deutschland anbauen. Und dabei möchte ich euch einfach mal ja, so erklären oder näher bringen, woran man erkennt, wann eine Melone erntereif ist. Und da möchte ich noch meine eigenen Erfahrungen ja, zu vollreifen Melonen euch mitteilen und wie man eigentlich Melonen isst. Weil aufgrund meiner Ernährung und ja, Lebensweise weiß ich, wie man eigentlich Melonen essen sollte. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast bei diesem wunderbaren, schönen, warmen Sommertag im August. Genau, und heute geht es um den Melonenanbau. Und zwar habe ich jetzt die letzten Wochen jeden Tag ja, Melonen geerntet. Und ja, weil ich jetzt ja ein farbenfroher Mensch bin, habe ich natürlich nicht nur rotfleischige Melonen angebaut, ich habe auch diese Woche die Sweet Siberian probiert und gegessen. Das ist eine orangefleischige Wassermelone. Dann habe ich noch die Sweet Saskatchewan oder so ja, probiert. Das ist eine weißfleischige Melone und dann auch die Sugar Baby und die Blacktail Mountain. Das sind auch zwei verschiedene Sorten. Die sind ja die klassischen rotfleischige Wassermelone, die ungefähr 3 bis 4 Kilo schwer werden können. Und sonst auch die ersten Honigmelonen habe ich auch schon probiert, weil ich eine frühe Sorte habe, zum Beispiel die Kajari. Das ist eine Honigmelone, die eine orangene Schale bekommt und relativ frühreif im Freiland auch schon wächst. Da habe ich jetzt zum Beispiel das Problem gehabt, dass Ameisen und Insekten sich immer an die Melonen rangetraut haben, weil die dann mit der Schale schnell platzen, wenn sie reif sind. Sind aber trotzdem sehr süß. Und sonst werden auch schon die ersten René de Petit Honigmelonen schon reif und dadurch riecht mein ganzer Folientunnel nach Honigmelone. Und da kann ich nur sagen, oh, dieser Geruch einfach nur, oh, also es ist wirklich ein Traum und unvorstellbar, wenn dann der ganze Folientunnel nach Honigmelone riecht. Oh, das ist einfach nur. Das muss man schon selbst erlebt haben. Und ja, auch der Geschmack von vollreifen Wassermelonen ist im Vergleich zu einem Laden auch um Welten besser. Also da denkt man sich auch, naja, ich kann nie wieder eine unreife Wassermelone aus dem Laden essen. Okay, das habe ich auch schon bei vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, die ich jetzt schon selbst angebaut habe. Zum Beispiel frische Pfirsiche, frische Kirschen, frische Äpfel, Tomaten, Gurken. Das ist alles kein Vergleich zu dem Zeug, was man sich im Supermarkt kaufen kann. Also, die liegen Welten dazwischen. Woran erkenne ich jetzt, wann eine Wassermelone erntereif ist? Also, beziehungsweise auch eine Honigmelone. Also, bei den Wassermelonen ist es halt so, wenn der Klang, wenn man bei ihr klopft, also mein Vater zum Beispiel, der klopft immer so mit dem Finger. Und wenn die Wassermelone viel Klang zurückgibt, also ein lautes Echo zum Beispiel, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen, dass sie noch nicht erntereif ist. Wenn sie immer weniger, also wenn sie dumpf, also wenn man klopft und dumpf kommt ein Rückton, dann ist sie erntereif und wenn dann überhaupt kein Ton mehr kommt, dann ist sie überreif bzw. vollreif. Da habe ich auch schon eine geerntet. Dann entstehen halt Gärungen und Gase und das ja, riecht dann nach Alkohol. Und da habe ich halt auch selbst ein bisschen rumprobiert bei den Wassermelonen, wann sie genau erntereif sind. Also ich hatte auch mal perfekte durch das Klopfen, aber natürlich habe ich auch mal Wassermelonen geerntet, die noch nicht ganz reif waren und welche, die ich zu spät geerntet habe. Die haben nur angefangen zu gären. Das ist halt auch wichtig, einfach seine eigenen Erfahrungen zu machen. Weitere Tipps sind zum Beispiel, wenn die Wassermelone an der Auflegestelle gelb wird oder ja, hell. Im Vergleich zum Rest, in der Regel sind ja Wassermelonen, zum Beispiel sind dunkelgrün oder haben eine ja, dunkelgrüne
Schale zum Beispiel bei mir, die deckt ja unten und unten war sie dann gelb. Das ist auch ein Zeichen, dass sie erntereif ist. Oder wenn halt dann die Stiele anfangen, Risse zu bekommen und sie sich leicht lösen lassen. Und letztes Merkmal, wenn halt dann die Blätter der Melone welk werden und die dann langsam ja, vonstatten geht, beziehungsweise dann auch austrocknet und sozusagen eingeht. Das ist auch ein Zeichen manchmal dafür, dass dann die Melone erntereif ist. Und ja, das ist halt einfach, da muss man ein bisschen ausprobieren. Bei Honigmelonen ist es dann wieder ein bisschen anders. Die werden in der Regel dann, sind sie wie Bananen, hat mein Vater gesagt. Also die riechen einerseits, wenn sie reif sind, also riechen wirklich wunderschön und die Schale wird dann halt auch weich. Und das sind halt die Unterschiede zwischen Honig- und Wassermelonen, zumal die Honigmelonen mehr Sonne brauchen und benötigen und Wärme, damit sie auch reifen im Vergleich zu Wassermelonen. Deshalb bei uns im Klima in Deutschland manchmal, wenn man keinen optimalen Sommer hat, kann es halt mal passieren, dass die im Freiland nicht ganz ausreifen können. Bei meinem Vater in Kasachstan, wo er dann gelebt hat, war es halt so, dass die Honig- und Wassermelonen immer gleichzeitig reif geworden sind, weil er im Hochsommer, also auch 3 Monate wie bei uns, aber auch durchgehend 30 Grad hatte. Und das ist halt dann auch wieder ein bisschen anderes Klima als hier im Vergleich zu Deutschland bei ihm gewesen. Und da kann ich euch noch ein paar Tipps geben, worauf man bei Wassermelonen achten sollte im Supermarkt. Da habe ich nämlich auch mal welche, die frühreif noch sind, also noch nicht vollreif sind. Manchmal habe ich auch im Supermarkt versehentlich Wassermelonen genommen, die überreif waren. Also die haben auch schon wieder angefangen zu gären. Das ist halt auch ärgerlich. Und dann natürlich auch wieder Wassermelonen, die perfekt waren. Und bei Wassermelonen im Laden sollte man eigentlich aufpassen, dass sie halt vom Gewicht her gleichmäßig verteilt sind, sozusagen. Gleichmäßig schwer. Natürlich auch die gleichen Merkmale wie man auch beim eigenen Anbau sollte man dort auch beachten, mit dem Klopfen zum Beispiel. Und was man auch beachten sollte, ist, wenn eine Wassermelone Dellen hat, dann ist das auch ein Zeichen, dass die Wassermelone im Anbau zu wenig Nährstoffe hatte oder einen Wassermangel. Und dann sollte man vielleicht auch nicht unbedingt so eine Wassermelone nehmen. Und mein eigener Tipp ist, wenn man sich größere Wassermelonen kauft, dann sollte man nicht die ganz großen nehmen, weil die sind in der Regel mit Wasser vollgepumpt und sind nicht so reif. Die brauchen halt ein bisschen länger aufgrund der Größe. Da sollte man eher zu kleineren zurückgreifen von dieser Art, da diese in der Regel immer vollreif sind. Und da hatte ich immer das Glück, wenn halt große 10 Kilo Wassermelonen zum Beispiel angeboten werden im Durchschnitt, dann sind bei mir die, wenn ich so 6 oder 7 Kilo von dem Regal da nehme, dass die perfekt vollreif sind im Vergleich zu den Wassermelonen, die ganz groß sind, die dann 10 Kilo bis 15 Kilo wiegen. Mein allgemeines Fazit vom Anbau her muss ich auch sagen, weil ich ja in vielen verschiedenen Anbaumethoden Melonen angebaut habe. Ich habe welche draußen so im Freiland reingesetzt, welche auf dem Hügelbeet, im Hochbeet und im Folientunnel. Im Folientunnel reifen die gerade nach, aber die entwickeln sich auch ziemlich gut. Und wenn die gleichzeitig zu den Wassermelonen und Honigmelonen im Hügelbeet reingekommen wären, so wie im Hochbeet, dann wären sie wahrscheinlich jetzt schon reif. Also muss ich sagen, dass die im Tunnel aufgrund der Wärme viel schneller reifen oder im Gewächshaus, ist natürlich auch logisch. Wenn ich den Hügelbeet und Hochbeet vergleichen müsste, dann finde ich das Hochbeet um einiges effektiver und besser. Dann natürlich die Wassermelonen da rausklettern können und hängen. Hat man vielleicht auch weniger Probleme mit Ameisen oder anderen Insekten, die dann die Schale angreifen und dann die Honigmelone zum Aufplatzen bringen oder die Wassermelone. Und ja, allgemein fand ich halt das Hochbeet, weil es bei mir 1 Meter hoch ist, wesentlich effektiver als die Hügelbeete, obwohl auch die Hügelbeete bei mir sehr gute Erträge und Wassermelonen und Honigmelonen hervorgebracht haben. Des Videos möchte ich euch nochmal so mitteilen, wie ich als Mensch, der die Rohkostreinigung durchführt, Wassermelonen konsumiert, wie ich es persönlich auch als richtig empfinde, weil sie sonst eben mehr den Körper schadet, als einem gut tut, egal welche Nährwerte oder welche positive Eigenschaften der Wassermelone zugeordnet werden. Also einerseits sollte man Melonen immer auf nüchternen Magen
zu sich nehmen und immer als Monomahlzeit, ganz wichtig. Aufgrund der Tatsache, dass das halt ein Obstgemüse ist, also eine Frucht sozusagen, und sehr wasserhaltig ist. Das ist halt einfach der Grund, und deswegen wird Wasser und Honigmelonen sehr schnell verdaut. Und das hängt halt mit den Lebensmittelkombinationen zusammen. Es ist also grundsätzlich auch so, dass man aufgrund des Wassergehalts oder wenn man Wasser trinkt, eine halbe Stunde danach warten sollte, bis man eine Mahlzeit zu sich nimmt, aufgrund der Tatsache, dass das Wasser sich mit der Magensäure vermischt und die Verdauungskraft dadurch gebremst wird und es dem Körper einfach mehr Kraft kostet. Missachten halt viele Menschen ja diese Regeln und nehmen halt Wassermelonen zu sich, wenn sie gerade verdaut sind oder als Nachspeise, und das ist eigentlich pures Chaos in meinen Augen, da die Wassermelone schnell verdaut wird und sie möchte auch schnell verdaut werden, aber auf zum Beispiel, wenn man Käse, Fleisch oder andere Lebensmittel zu sich genommen hat, die 2, 3 oder 4 Stunden Verdauungszeit benötigen, wenn nicht sogar 6 bis 8, dann hat man halt das Problem, dass die Wassermelone im Magen warten muss, und das führt zur Gärung, und das natürlich führt zu Alkoholen und ja, schadet eigentlich mehr den Körper bzw. vergiftet ihn auch in dem Zusammenhang. Also ja, man trinkt von innen heraus sozusagen Alkohol, unbewusst. Und da muss man halt auch wirklich drauf achten. Und da kann man sich zum Beispiel ein Bild vorstellen, dass halt, wenn man zum Beispiel Fleisch vom Grill zu sich genommen hat, einfach als Beispiel, oder Käse oder sonstiges Fetthaltiges, dann muss man sich das halt so vorstellen, dass es ein LKW ist, der in einen dunklen Tunnel reinfährt, und die Wassermelone ist der Porsche. Und der LKW fährt vor dem Porsche, und das ist halt einfach nur eine Straße, wie der Darm halt einfach. Und ja, der Porsche fährt einfach ja, in den LKW rein, und da hat man halt das Chaos im Darm und im Magen. Und ja, das ist halt so eine kleine bildliche Vorstellung, was eigentlich passiert, wenn man eine Wassermelone jetzt nicht optimal zu sich nimmt und man auch deswegen vielleicht Verdauungsschwierigkeiten hat oder Wassermelonen nicht so gut verträgt. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ist jetzt wieder ein bisschen länger das Video geworden. Der Wind wird jetzt auch ziemlich stark. Aber ja, ich möchte jetzt hier einfach einen Schlusspunkt machen. Wie immer könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Würde mich sehr freuen und unterstützt mich natürlich auch. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Zum Beispiel, wie eure Melonenernte so abläuft und ob ihr schon welche ernten durftet, so wie ich. Und natürlich könnt ihr auch von mir euren Freunden erzählen, von mir und meinem Projekt auf Social Media, Facebook, Twitter, YouTube, keine Ahnung, oder einfach die gewöhnliche Mundpropaganda, würde mich auch sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einfach nochmal ja, schönen, wunderbaren restlichen Sommer. Ja, genießt einfach die wunderschöne Zeit im Garten, genießt einfach die wunderbare Ernte auch von Tomaten, Gurken, Salat, Bohnen, Kartoffeln, keine Ahnung, was ihr alles angebaut habt, es gibt ja jetzt so viel. Und ich freue mich einfach ja, darauf, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.